Hey und hallo zu Sims hier, der Legacy Challenge mit Akiko, Jonah und Melinda. Und ich meine, achtet mal bitte drauf, wie Akiko doch trainiert ist. Also sie ist richtig, sie hat ein Sixpack, es ist irgendwie nicht mehr ganz so schön. Sie hat auch einen tierischen Oberarm, also ich weiß nicht, so richtig gefällt mir das nicht. Also sie ist schlank, aber gut, ich gehe mal auf Melinda und es ist Montag 20.33 Uhr und wo ist Melinda? Also ich würde sagen, Melinda ist beschäftigt mit Tanja und gleichzeitig Tanja knuddeln. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Bild hier unten links mal an. Ich würde sagen, sie ist krank. Gut, da muss ich glaube gleich mal kicken. Irgendjemand muss hier auch irgendwelche Arznei bei haben. Die wir denn irgendwie nochmal springen? Springen. Wo ist Tanja? Und das war irgendwie mal kicken hier. Ja, das war ja wirklich nur Sprung, aber okay, dann lassen wir uns gleich nochmal einen zeigen und dann kann ich inzwischen mal. Sprung für die Runde. Mach doch mal einen Rückwärtssalto, du. Vielleicht wollen wir das alle mal sehen. So, hier ist keine. Hab ich nicht. Nee, also wir haben keine Medizin und dann müssen wir irgendwie mal sehen, dass wir Medizin kaufen. Juhu, Tanja hat nochmal dazugeguckt und okay, vielleicht kannst du, kannst ihr Bewunderung ausdrücken, kannst du ein bisschen vollquatschen, es ist auch spät am Abend und warte mal, hier, kick mal, hier, so, da kannst du sie schon mal einladen, über Nacht zu bleiben, das habe ich nämlich jetzt gesehen und da habt ihr noch ein bisschen Zeit für euch. So, gleichzeitig gehst du mal hier rüber und kickst mal, du kannst auch in deinem PC. Gut, okay, sie bleibt da. So, und zwar. War das im Web? Ich habe keine Ahnung. Nein, wir wollen nicht auf lustige, sonst was, wir wollen echt was kaufen. Spiel spielen, Job suchen und so weiter, Bestellung. Und zwar eine Medizin und zwar, ja los, da kaufen wir gleich zwei und dann haben wir für das nächste Mal gleich irgendwie dabei. So, und dann kannst du hier gleich mal Medizin nehmen. So, mal gucken, ob es hilft. Wo bist du? Zack, gern gesund. Naja, nicht ganz. Doch, sage ich doch. Klappt doch gut. So, dann weiß ich nicht, kannst du ja mal rumschmusen, ist okay. So, dann ist gestern Abend pünktlich das neue Update drauf gewesen mit den Aufgaben mit irgendwelcher Jasmin Holiday und die uns irgendwie einen Pflanztopf geben wird und irgendwelche Früchte und ja, ich würde sagen, da werden wir uns mal drum kümmern, aber vorher schicken wir irgendwie Melinda mal schlafen und, okay, das wäre hier. Aber erstmal kicken, wo ist sie jetzt? Schlafen. Also irgendwie mit den Rumschmusen war es nicht mehr so richtig oder wir haben es verpasst, keine Ahnung. Und irgendwie, Tanja hängt auch ein bisschen durch, würde ich sagen, sie. Achso, ihr seid hier auf Schlafen gemacht, sie muss auch tierisch pinkeln, also da würde ich mich doch irgendwie drum kümmern. So, wie ihr sagt, also den morgigen Tag werden wir dann dazu nutzen, ihr verwendet mal und dann kannst du mal aufhören mit Schlafen. Kannst du ja nicht angefangen. Die gute Haus ist so riesig, ehe man hier so durch ist, ja. So, Jonah. Jonah, was machst du da? Und Jonah kriegt dann. Er ist beschämt. Warum ist er eigentlich beschämt? Was stand darauf? Dieses Nierenschild hat schon bessere Zeiten erlebt. Es braucht dringend eine Reparatur. Aber welches Neonschild? So, Tanja hat sich das Zimmer von Anthony genommen und schläft hier. Warum auch immer sie nicht in dem Bett von Melinda schläft. Keine Ahnung, aber gut, dafür, dass niemand in den Betten schläft, ist es auch okay. So, die beiden sind auch bereit und dann sind gleich alle im Bett.
Allerdings muss Melinda ja auch morgen zur Schule. Okay, da können wir ja irgendwie mit. Kann sie auch Urlaub nehmen? Drei Tage Urlaub hat sie. Okay, du gehst schlafen, danach meldest du deinen Urlaub an und so, dass wir uns um diese Blumen oder beziehungsweise um die F Urlaub neben Schule, um die Pflanzen kümmern können morgen früh. Jo, die Nacht war kurz. Akiko ist schon wieder aufgestanden und sie ist schon unterwegs. Tanja ist auch unterwegs. Akiko, was machst du? Akio isst Kuchen. Okay, du kannst es dir leisten. Du hast ein Sixpack und siehst richtig gut aus. Feier den Geburtstag von Akiko mit einer wilden Geburtstagsparty. Akiko, heute? Na, nicht ganz. Es könnte auch morgen sein. Also, die arme Akiko. Das finde ich doof. Ich finde auch doof, wenn ich mit Melinda unterwegs bin, dass ich mit Quatsch, mit Akiko nicht arbeiten kann. Das ist irgendwie auch irgendwie blöd. Wie kann ich dir sagen, dass du hier essen sollst? So, Melinda ist auch da und ja. Ausgezeichnet. Demzufolge müsste das ja irgendwie klappen. Sie soll Käsesandwich ausgezeichneter Qualität essen. 10 Stück. Was machst du? Also als erstes gehst du mal verdorbenes Essen ausräumen und dann hat dir irgendjemand jetzt den Teller weggenommen, oder wie? Soll ich das jetzt verstehen? Bin ein bisschen ratlos. So, Hunger hat sie auch. Okay, sie geht sonst wohin und dann gehst du mal hier, es ist keiner mehr da. Das ist doof. Okay, Jonah, dein Job. So, du kochst Grillkäse und zwar eine Einzel. Habe ich jetzt Familiengröße? Nein, keine Familiengröße. Du sollst Grillkäse und eine Einzelportion kochen. Denn sie muss es ja üben. Und bis der ausgezeichnet ist, dann können wir nämlich anfangen, größere Portionen zu kochen. Dann soll sie nämlich auch hier, wo ist das? Gruppenmahlzeiten und so weiter und mit 5 verschiedenen Sims über Grillkäse reden. Wo ist deine Freundin? Die steht hier. Okay, ruf sie herbei. Sie kann zu uns kommen und gut, okay, im Moment steht sie mit Akiko hier drüben. Gut, jetzt kochen wir noch schnell einen Grillkäse und ich hoffe, dass sie auch angerufen hat. Mal gucken, ob sie Urlaub hat. Verfügbar im Urlaub, alles klar. Was ist? Wo ist das Problem? So, Jonah ist fertig, der räumt irgendwie auf oder so. Gucken, Geschirr spülen und dann kannst du hier mal das Ding reparieren. Nun weiß ich gar nicht, Melinda hat ja so viele Grillkäse noch nicht gekocht, also wird es gar nicht so super klasse aussehen. Egal, und nebenbei kannst du ihm ja irgendwie was erzählen vom Grillkäse. Hilfe! Scheiße, mach das mal weg und dann lösch das mal. Löschen. Und Melinda macht das auch mal weg. Oh Gott. Ich dachte, sie stirbt. Ey, was soll denn das? Oh Mann. So, ersetzen. Es waren nur 13.000 und wo bist du? Gut, gehst schon von alleine duschen und okay, dann. Nehmen wir mal eine erfrischende Dusche. So, okay, also sie hat also überhaupt noch keine Ahnung vom Kochen und na okay, aber deswegen muss sie trotzdem einen Grillkäse machen. Zack, nochmal von vorn. So, Jonah hat fertig repariert und dann können wir uns danach jetzt mal um den Garten kümmern. Und dem Jonah geben wir dann auch die Früchte, die wir da irgendwie finden und die wir bekommen. Ich hoffe, dass wir welche bekommen. Von Jasmin Holiday. Und dann können wir Ostereier suchen. Wie verrückt.
So, hier draußen kannst du alles ernten und hier draußen kannst du auch mal den Garten pflegen. Nein, das macht Jonah auch. So, heute schicken wir Akiko alleine los, genau. Und ja, es tut mir eigentlich fürchterlich leid, weil ich habe irgendwie Angst, dass sie ihr Bestreben, also ihr Bestreben, ihre Arbeitsleistung da nicht in die Reihe bekommt, wenn sie alleine losgeht. Und das finde ich ein bisschen blöd. Drei Fälle lösen. Sie hat gelöst, wenn wir weitergemacht hätten, wäre sie auch weitergekommen. Was hat sie hier für Karriere? Was hat sie? Polizistin 6. Okay, nun lebt sie ja lange genug. Ich hoffe, dass sie lange genug lebt und dann können wir uns um diese Sachen auch kümmern. Sie ist fertig. Was hast du gemacht? Gut. Naja, nicht so. So, dann kick mal, ruf mal Tanja nochmal her. Die ist ja inzwischen schon wieder weggelaufen. Ah, Tanja ist zur Schule gegangen, denke ich mal. Hat sie gesagt, dass sie los muss? Akiko ist zur Arbeit, Jonah und so weiter. Nee, Tanja hat keine Info. Doch, da ist sie ja. Mensch, sie ist im Pool. Warum gucke ich denn nicht? Zu weit weg. So, schmeckt dir das? Okay, wir verzichten mal auf die Teile und das Ding kann da rein und ja. Ah, Melinda, wie sieht's bei dir aus? Mit Tanja plaudern. Okay. Ja, das ist gut. Geh mal rüber da und da können wir nämlich ein bisschen quatschen und. Nein, ein streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Oh du, ich hab einen Schaden. Ich muss irgendwie ständig an Grillkäse denken. So, das bedeutet, du musst dich nämlich auch darüber unterhalten. Aber irgendwie habe ich es nicht drin. Rechnung beschweren. Kick mal, hier kannst du doch über Grillkäse reden. Wo bist du? So, jetzt bringt sie vorher den Teller weg, ordentlich wie wir alle sind und mal gucken und. Ha, Marie ist da. Übrigens kannst du hier auch was ernten, halt gerade hier sehen. Jonah? Und Akiko, lass mal zumindest fleißig sein und ich weiß nicht, ob sie was bringt bei diesen Karrieren. Okay, er kann nochmal zurückgehen und hier auch alles ernten. Und dann können wir mal sehen, was er da gefunden hat. Hihi, seid ihr fertig über Grillkäse gequatscht? Gut, passiert gerade und danach können wir uns nämlich mal in die Stadt machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir Jasmin finden, wo wir uns die Früchte holen. Und ich würde sagen, wir gehen mal auch ein paar Eier suchen und weiß der Geier, wo wir die finden. Ja, ist halt alles so eine Sache, ne? So, wir nehmen Tanja mit und da jetzt nehme ich richtig los ab. Irgendwie in den Park, ne? Interessant ist, dass jetzt auf jeden Fall Terry hier steht und nicht mehr Tanja und das zweite ist, eigentlich wollte ich nämlich gerade sagen, es ist schon komisch, dass Tanja nicht in die Schule gegangen ist, obwohl Melinda einen Urlaubstag genommen hat. So, hier können wir schon mal ein bisschen gucken. Also ich habe schon mal gelesen, woran man vielleicht diese Jasmin erkennen könnte und es wäre natürlich ganz schön. So, aber Eier finde ich hier auch nicht auf Anhieb. Gut, das muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr suchen und so weiter und so. Die dürfen auch nicht so weit weglaufen. Gut, aber inzwischen könntest du ja hier mal graben gehen. Und nicht Schach spielen. Mit wem wolltest du denn Schach spielen? Hier ist doch Tanja. So, du machst mal ein Kompliment und dann, ihr hättet sie auch herbeirufen können. Aber irgendwie kommt sie trotzdem mit. Tanja ist also doch da. Tanja hat auch,
Was ist das? Ach so. Tanja hat also auch einen Urlaubstag. So, wo müssen wir jetzt hingucken, um hier Eier zu finden? Habt ihr vielleicht eine bessere Idee oder irgendwie sowas? So sehen tue ich gar nichts. Und Jasmin finde ich auch nicht auf Anhieb und die werden wir sowieso nicht sofort. So auf Bestellung wird die nicht da sein. 100 Pro nicht. Wer ist das? Oh, hier stehen die Massen und Angeln. Das ist auch cool. Black Beauty steht hier angelt, Olivia Spencer Kim und Manuel Heck und Marie Sommer. Okay, Marie Sommer klingt so ähnlich wie Holiday. So, hier gucken welche in den Himmel und in Sterne und das ist übrigens Alina Paulus und das ist Emma Neko. Aber irgendwie komme ich hier überhaupt nicht. Ich finde es wenigstens mal ein Ei finden, dass wir irgendwie schon mal anfangen können damit. So, wir machen mal kleine Romantik hier, bitten Freundin zu sein und ich dachte, das ist schon längst passiert. Sind die nicht allerbeste Freundinnen oder irgendwie habe ich mich da geirrt? Du kannst dir mal den Tag verschönern und jetzt sieg mal kurz kicken. So, Rosner Turteltauben, beste Freunde, feste Freundin. Ach, beste Freunde, das hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun. Okay, gut. Ansonsten geht es allen ganz gut und wir können ja auch mal zusammen irgendwie dann irgendwie mal schwimmen gehen und so und noch ein bisschen auf Jasmin warten. Okay, die sind frisch verliebt und dann dürfen sie sich auch noch mal küssen, wenn es irgendwie so Halsküssen. Aha. Rundschwimmen hier, schwimmen, können wir nicht zusammen irgendwie was machen oder so? Das ist ja blöd irgendwie. Finde ich komisch. Zuneigung ausdrücken. Ich glaube, irgendwas war doch gewesen, was irgendwie doof war, weil das immer irgendwie blöd rauskam. Freundschaftsringe tauschen haben wir, oder? Ich glaube, das machen wir jetzt. So, Moment. Warum geht das nicht? Es gibt keine Freundschaftsringe. Und? Wo gehst du hin? Jetzt halt mal einen Kuss an hier. Stopp. Jetzt bin ich erstmal platt und wir wollten noch Freundschaftsringe austauschen. Aufs Klo kannst du auch gehen, aber so dringend war das nicht mit dem Klo. Und ich weiß auch nicht, warum du auf dem Weg nach Hause bist. So, Tanja macht mal wieder, was sie will und mal kicken. Ja, jetzt müssen wir uns nämlich um Akiko ihren Geburtstag noch kümmern, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja, das wäre natürlich ein bisschen traurig. Und dass Akiko schon älter wird, finde ich auch traurig. Jetzt gucken wir, wie ihr Ringe tauscht und wo läufst du hin? Juhu, die Freude. Du kannst ja mal einen Kuss hauchen und du kannst auch mal sie küssen und so für die Ringe. Jetzt fragt mich natürlich, wenn die eine feste Beziehung haben, ob die dann auch grüne Kinder kriegen. Oder irgendwie so. Gut, jetzt bin ich hier völlig ohne Erfolg. Nicht ein Ei haben wir gefunden. Wo sollen wir die denn suchen? Wo sucht man Eier? Okay, ach so, was hat sie eigentlich ausgegraben? Haben wir gar nicht geguckt. Eine Kiste. Mysteriöse Zeitkapsel. Und jetzt kannst du doch mal aufs Klo gehen. Ach, sie ist schon. Gut, vielleicht sind die Eier auch im Haus versteckt, die bunten. Nee, haben wir nicht. Und ja, da wir hier nicht finden, nicht fündig werden weiter, zumindest auch nicht mit Jasmin und so, dann fahren wir weiter. So, das wird ja eine richtige Runde und mal kicken, wo wir jetzt hinfahren. So, ich habe zumindest das Grundstück mal genutzt, hier um hierher zu fahren, weil hier ist irgendwie so ein Garten um der Ecke. Da gucken wir gleich mal nach. Wo ist denn der? Hier, bitte hier. Aber hier ist natürlich
keinen Mensch zu sehen und geschweige denn irgendwie Jasmin. So, du kannst aber mal Folgendes machen. Gut, ihr geht mal zusammen. Geht das irgendwie zusammen hier hingehen? Was ist denn hier drüben? Irgendwas ganz angestrengt gewesen. So. Ernte die Pflanze ab und dann ernten wir diese Pflanze ab und wir ernten einfach hier, dann haben wir wenigstens was zu tun. Und ernten diese Pflanze ab. Man kann nicht alles ernten. So. Was ist das gewesen hier? Erdbeeren. Und Kartoffeln. Übrigens haben wir keine Kartoffeln. Warum bist du schon wieder allein? Ihr solltet zusammen hier. Da, das ist die. Stop it. Das ist sie. Deswegen hat die nämlich hier hinten auf der Jacke so ein Zeichen irgendwie. Juhu, Jasmin Holiday, Herausforderungsleiterin. So, um Jasmin Holiday werden wir uns natürlich sofort kümmern. Die steht hier auch rum. Die gießt jetzt, ey. Wir wollen hier ernten. Nach Simfrucht für Einsteiger. Für Simfrucht Herausforderung fragen. Um Dünger bitten. Ach so. Also machen wir erstmal. Wir fragen erstmal nach der Herausforderung. Dann fragen wir nach dieser Frucht. Und dann fragen wir natürlich nach Eiersuche. So, jetzt halt mal an. Jetzt machen wir hier immer ein bisschen langsamer. Die Simfrucht-Saison steht vor der Tür. Zu meiner persönlichen Erbauung und Freude möchte ich viele Simfrüchte sammeln. Wenn du mir 20 Stück bringst, erhältst du eine besondere Belohnung. Sinnfruchtbäume findest du in der freien Natur. Ich kann dir aber auch ein einmaliges, kostenloses Einsteigerpaket geben, damit du zu Hause eine eigene, Quatsch, deine eigenen Sinnfrüchte anbauen kannst. So, jetzt kicken wir mal. Haben wir denn irgendwas gekriegt? Und sie hat auch so voll das ganze Ding. Ach, das ist das Einsteigerpaket für Sinnfrüchte. Alles klar, haben wir gefunden. So, kostenloses Basispaket erhalten. Jetzt mache ich mal ein bisschen weiter und jetzt kommt es gleich mit den Eiern, hoffe ich. Tanja, warum läufst du hier? So, zack. In der ganzen Welt sind dekorative Eier versteckt. Suche in Stämmen, Pflanzen und anderen Gebüsch, um einzusammeln. Um alle einzusammeln. Wenn du alle Eier sammelst, erhältst du einen flauschigen neuen Freund mit langen Ohren. Lass uns raten, ich habe ein Ei gefunden, übrigens. Gleich auf Anhieb. Oder ist das gar kein. Ist das ein Pilz? Das ist ja blöd, ich kann dir vorstellen. Ich habe mich so gefreut. War doch daneben. Also wir machen jetzt mal ein bisschen weiter und dann kicken wir mal, was hier rauskommt. So, wieso haut denn Tanja jetzt ab hier? Das finde ich ja ein bisschen blöd. Vorhin können die zusammen Eier suchen? Die ist voll weg, wa? Okay, dann soll es so sein. Und gut, wir haben halt gesammelt, wir haben halt gefunden, wir haben Jasmin gefunden und haben mit Jasmin gequatscht. Die nachher wiederzufinden, gut, war bei Sims 3 alles irgendwie einfacher. Wenn man Herausforderungen hatte, konnte man die Leute leichter finden. Das heißt, du fährst jetzt nach Hause. Ach Gott, danke. Da wir ja allein sind, können wir auch so nach Hause fahren. Und ich würde sagen, auf zur Eiersuche, auf zu den Sims-Früchten. Und der Part ist nämlich an dieser Stelle hier auch zu Ende. Schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss.